Dies ist ein absoluter Verkaufsschlager bei Nico Ockenfeld. Es hat alles, was ein Fahrrad haben muss. Und es kostet in Anführungsstrichen nur 2.599 Euro. Ja, vom Markenhersteller Bergamont mit Bosch Motor und vielen Extras. Und was hier drin versteckt ist, das verrät uns gleich mal Nico Ockenfeld. Er ist geschäftsführender Gesellschafter von WeCycle in Riegelsberg und in St. Wendel. Grüß dich, Nico. Grüß dich, Sven. Hi. Ja, 2.599 Euro. Gibt es Leute, ihr fragt ja oftmals Budgets ab, so ist es, fragt mal, in welchem Preisbereich haben sie denn so gedacht? Was kommt denn da so oft an Zahlen? Was werfen dir die Leute in den Kopf? Sagen die so 1.200 Euro? Wenn ich ehrlich bin, ist das eine Frage, die wir nicht direkt stellen. Sondern was? Ihr seid nicht so direkt? Nein, es kommt immer darauf an. Es geht ja erstmal in Linie darum, was der Kunde machen möchte, in welche Richtung es geht. Möchte ein Mountainbike, möchte ein Trekkingrad? Und im Anschluss daran ergibt sich so ein bisschen die Thematik, was möchte der Kunde, was soll es mindestens haben, was muss es nicht haben? Und dann erfährt man eigentlich schon relativ schnell, in welches Preisgefüge es dann irgendwo halt auch geht. Es gibt aber auch Kunden, die sagen, das Blaue gefällt mir halt einfach super, ist zwar 1.000 Euro teurer, aber ich nehme es halt trotzdem. Es ist halt ein Hobby, ein Produkt, was Spaß macht. Und dafür sind die Leute halt auch bereit, Geld für auszugeben. Und das freut uns natürlich, freut natürlich den gesamten Markt. Und das Bergamont Revox 4, wie wir es hier stehen haben, ist der Einstieg in das Mountainbike-Segment. Revox ist im Prinzip die Bezeichnung der Hardtail-Mountainbikes, also sprich die Räder mit Federgabel vorne. Und mit dem Revox 4 haben wir so gesehen einen Rahmen aus dem Vorjahr, also man hat ihn 1:1 übernommen, mit dem 500 Wattstunden Akku, der über dieses Cover, also diese Blende kann man sagen, schön eigentlich versteckt ist und somit wie ein integrierter Akku aussieht. Also es sieht wirklich aus wie so ein Intube-Akku. Der große Vorteil ist allerdings, dass viele ja bereits Bosch-Akkus haben in der Form. Mhm. Also sich zum Beispiel ein Fahrrad nachkaufen möchten und dann kann man auch den Akku benutzen von der Frau, vom Mann und so weiter als Zweitakku, genau. Und ist kompatibel damit. Das ist wohl der meistverkaufte Bosch-Akku im Moment überhaupt, wenn man das auf die ganze Dauer der Produktion ansieht, oder? Auf die Dauer auf jeden Fall. Mein Intube nimmt natürlich ganz stark Fahrt auf und wird irgendwann auch mal diese Thematik überholen, aber im aktuellen Fall haben wir wirklich noch den Punkt, dass dieser Akku, sprich der klassische Powerpack 500, mit Sicherheit der meistverkaufteste ist. Also es ist quasi ein Intube-Akku und diese, ich sag mal, Abdeckung lässt es auch so erscheinen. Also genau. Das ist jetzt nicht mehr dieser, ich sag mal, ja, vielleicht etwas designmäßig in die Jahre gekommene Akku, sondern er hat diese neue moderne Klappe bekommen. Da ist auch ein original Bosch-Akku drunter, jetzt ein 500er. Gibt es das Fahrrad auch mit 625 auf Wunsch oder gibt es den gar nicht? Das auch wäre dann das Modell quasi oben drüber. Also es gibt ja verschiedene Modelle in der Serie. Wir haben uns ja bewusst auch mal für das Einstiegsmodell entschieden, weil man muss ja dazu sagen, ob ich jetzt einen Intube-Akku habe mit 500 Wattstunden oder die Variante hier mit dem Powertube, das ändert nichts an der Reichweite oder Leistung. Beide bieten dasselbe, nur mit dem Unterschied, dass die integrierte Lösung vielleicht noch mal ein Ticken schicker ist, aber keinen direkten technischen Vorteil hat. Im Regelfall ist sowas sogar noch etwas leichter wie ein klassischer Intube. Also wenn du es jetzt auch nicht wüsstest, ehrlich, du kämst nicht drauf, dass da der klassische Akku drunter ist. Genau, also ich finde die Coverlösung wirklich sehr, sehr gut. Wir haben sie ja schon ein bisschen länger im Bergamont-Segment. Ich finde es auch gut, dass solche Modelle einfach auch weiterlaufen, weil sie immer noch vom technischen Standard her ganz weit oben sind. Wir haben auch den Performance-Motor hier mit drin, der, wie in anderen Videos ja auch schon erklärt, ein bisschen leiser ist wie der Performance CX. Ja, er hat ein bisschen weniger Leistung, aber es ist ein Motor, der tadellos funktioniert, mit dem ich Reichweite generieren kann, der wirklich sorglos funktioniert. Es muss wirklich nicht immer auf den Performance CX gehen, auch wenn viele das befürworten. Es gibt da ja auch Räder in dem Bereich, aber es gibt auch viele, die erstmal den Einstieg finden wollen in die E-Bike-Welt, auch sagen, Mensch, das 2.500 Euro ist schon viel Geld. Wenn ich das noch als Pärchen nehme, sind wir schon bei 5.000 Euro. Und, ist aber ein tolles Rad für, oder? Da kriegt man wirklich ein tolles Rad für. Also ich habe Shimano-Scheibenbremsen mit drauf, ich habe eine Santo-Gabel mit drin, die ich... Eine Luft?
Nein, eine Stahlfedergabel, die ich hier drüber blockieren kann. Wenn du so lieb bist, ganz kurz vielleicht 2 Minuten Luft und Stahlfeder, dass die Leute das nochmal kapieren. Was ist der Unterschied? Ist das schlimm? Die ist etwas schwerer. Genau. Also im Verhältnis, klar, eine Stahlfeder ist schwerer wie Luft. Wir haben hier in dem linken Holm eigentlich eine Stahlfeder drin sitzen, die ich über die Federvorspannung quasi verändern kann. Das heißt, hier in dem Fall spanne ich die Feder mehr vor. Das ganze System wird straffer, heißt also, ich habe mehr Körpergewicht und muss mehr Vorspannung erzielen. Bei einer Luftgabel mache ich halt eine Dämpfer- bzw. Gabelpumpe drauf und passe das ganze System nochmal etwas sensibler und genauer an. Das bei einer Stahlfeder geht immer, sage ich mal, eine Bandbreite von 10, 15 Kilometer, Kilo, die ich einstellen kann. Und wenn das dann noch zu weich oder zu hart ist, brauche ich einfach eine andere Feder. Funktioniert aber trotzdem sehr gut. Funktioniert trotzdem sehr, sehr gut. Gerade wenn man jetzt im Downhill-Bereich, wird auch viel Stahlfeder noch verwendet, weil eine Stahlfeder sogar noch etwas sensibler ist. Also Luftgabeln sind schon deutlich besser geworden, aber die Sensibilität einer Stahlfeder ist halt schon nochmal was anderes. Die Blockierung haben wir hier. Hier haben wir auch im Prinzip die Dämpfungseinheit. Die Blockierung, klemme ich auf? Die Blockierung der Gabel. Das heißt, wir haben zum einen die Zugstufeneinstellung, die befindet sich meistens unten in dem Fall. Heißt, ich kann die Zugstufe, die Ausfedergeschwindigkeit zusätzlich einstellen. Also nochmal, die Gabel befindet sich, wenn ich drauf sitze, ungefähr in Mittenposition. Die ist leicht eingefedert? Ja, ungefähr 10-15% bei einem Hardtail. Das heißt, wir haben 100 mm Federweg, ist dann einfach zu rechnen, wären im Prinzip 10-15 mm, die Gabel schon eintaucht, wenn ich mit meinem Körpergewicht drauf sitze. Also grundsätzlich taucht die ein, damit sie auch zurückfedern kann, sonst würde sie ja dauernd gegenschlagen. Genau, ist das? Hätten wir immer den Gegenschlag oben raus. Genau. Und die Blockierung funktioniert eigentlich über diesen Hebel. Das ist eine 180-Grad-Drehung. Was passiert dort? Im Prinzip haben wir einen klassischen Ölkreislauf. Wenn ich den unterbreche, erzeuge ich quasi die Blockierung. Dadurch, dass das Öl nicht mehr fließt, ist die Gabel komplett starr. Ja, wenn man gerade so lieb ist, dass man zeigst und das mal runterdrückst. Also wenn du jetzt offen ist, so es offen geht. Und so ist zu. So ist zu. Und man kann sagen, ist starr, richtig? Genau. So, Vorteil zum Beispiel, ich fahre einen Berg hoch. Ja, wenn ich natürlich im Wiegetritt fahre, dann taucht die Gabel mir halt nicht immer weg. Das heißt, ich drücke keine Kraft in die Gabel natürlich hinein. Man muss immer dazu sagen, man hat jetzt gesehen, dass sie noch ganz leicht einfedert. Das liegt einfach daran, dass die Gabel halt auch ein Blow-Off-Ventil hat. Das bedeutet, wenn der Schlag zu hart ist, also wenn ich trotzdem irgendwo drüber knalle, Bordstein oder ähnliches, geht die Gabel automatisch auf. Ach so, die hat einen Schutz. Sie ist nicht darauf ausgelegt, solche Schläge abzubekommen. Ne? Weil wir hier zwei Bauteile haben. Eine klassische starre Gabel ist ja im Verhältnis wieder was ganz anderes. Das heißt, es gibt immer einen Mechanismus, der das Ganze dann halt öffnet und die Gabel dann trotzdem einfedert. Vielleicht noch kurz zum Verständnis. Die beiden Kammern, also das linke Rohr und das rechte Rohr, sind nicht miteinander verbunden. Nein, wir haben also so gesehen die Federeinheit und wir haben die Dämpfungseinheit. Ne? Und das beides, ähnlich wie beim Motorrad, haben beide Kammern unterschiedliche Funktionalitäten. Ja, es ging mir nur darum, dass wir das mal kurz erklären. Genau. Weil viele Menschen steigen ja jetzt neu ein, hatten vorher vielleicht eine Stargabel vorne, also gar keine Federung, fangen jetzt an und sagen, naja, habe ich nie gebraucht, brauche ich nicht. Der Vorteil von so einer Feder ist enorm. Das heißt, also gerade vorne bleibt das Rad auf der Straße. Ja, man muss es immer so sehen, wenn ich ein Motorrad habe, was nicht gefedert ist, in der nächsten Kurve, wo, sage ich mal, doch eine Welle oder eine Bodenwelle drin ist, dann haut es mich halt auch direkt zu Boden. Ist nicht ganz so extrem zu vergleichen wie mit einem Fahrrad, aber nichtsdestotrotz erzielt eine Federung, egal ob vorne oder hinten, einen besseren Bodenkontakt und somit bringt es halt auch mehr Sicherheit. Shimano Altus. Ist das die günstigste Variante? Also erstmal vielleicht mal vorab, Shimano baut keine schlechten Schaltungen, überhaupt nichts Schlechtes, sondern oder gibt es noch eine Stufe drunter? Es gibt schon noch eine Stufe unten drunter. Altus ist mit die Einstiegsgruppe im Shimano-Segment, aber man muss auch dazu sagen, wenn man sich ein heutiges Altus-Schaltwerk anguckt, sieht man schon die Gene auch von den hochwertigen Komponenten. In dem Fall haben wir eine 9-fach-Schaltgruppe, also 9 Gänge. Ja, wir gehen im Regelfall auch noch hoch bis 12, aber man muss immer noch dazu sagen, wir sprechen ja auch von dem Einstiegsmodell. Ne? Das heißt, das kann natürlich noch nicht alles haben. Manche Wettbewerber haben vielleicht schon 10 oder 11 oder vielleicht auch 12 Fach drauf. Nur im Gesamten sage ich halt immer, das Rad muss halt wirklich zum Fahrer passen und unsere Hersteller unterscheiden sich wirklich nicht nur jetzt in den Farben und dass ein anderer Name draufsteht, sondern wirklich auch, wie sitze ich auf dem Rad und jeder Körper
selbst bei gleicher Körpergröße, der eine hat einen langen Oberkörper, der andere hat einen kurzen Oberkörper, das muss halt einfach passen. Und deswegen ist es für uns auch wichtig, verschiedene Hersteller anzubieten, als wie zu sagen, wir haben nur den einen und der ist natürlich halt super. Also gerade im Kinderradsegment sieht man das immer noch viel, viel stärker, weil einerseits spricht man immer von einer Einheitsgröße, 20 Zoll, 24 Zoll oder ähnlichem, aber unsere Hersteller unterscheiden sich schon in gewisser Art und Weise von Rahmenformen, von Größen, vom Rahmenkonzept her. Und das hilft uns, um für jede Person oder jetzt in dem Beispiel genannt für jedes Kind das passende Rad zu finden. Und dann geht es nicht darum, ist jetzt das Cube das besser, das Bergamont, das Scott oder ähnliches. Sondern passt das Rad. Genau, sondern passt das Rad einfach zu mir. Klar, eine Optik spielt eine wichtige Rolle, aber da muss ich auch dazu sagen, gerade vom Farbton her, das Blau kombiniert mit dem Schwarz, der schöne Übergang hier, das macht halt das Rad halt matt, auch irgendwo ein bisschen matt und glänzend. Genau, matt kennt man glänzend, ja von Husqvarna. Ist wirklich schön gemacht. In der Verbindung, dann muss man auch dazu sagen, den Performance-Motor, wir haben jetzt nicht nur, sage ich mal, ein Active Plus oder ähnliches, das Purion-Display mit drauf. Also das Rad hat alles, wo man wirklich erdenkliche, um da Gas zu geben. Der Zylinder, um den Akku rauszunehmen, auch hier schön abgedeckt. Zeig mal bitte. Genauso wie auch unten die Ladebuchse. So, gut, das macht man ja eher selten auf, weil der Akku bleibt ja oft drin. Aber ich könnte ihn auch außerhalb des Fahrzeuges laden. Zum Beispiel, ich schließe das Fahrrad an in der Gaststätte, bitte den Wirt, ob du es mal aufladen kannst. Und der hat ja vielleicht auch draußen keinen Anschluss. Das ist der gleiche Anschluss, der auch im Akku steckt. Ist genau. Das der gleiche? Genau, wenn du mal kurz aufmachst, mal zeigst nochmal. Das heißt, ich kann den Akku rausnehmen, ich kann ihn einmal hier aufladen. Und unten haben wir denselben Anschluss, wie wir ihn schlussendlich hier auch haben. Okay. Nee, ich meinte unter der Klappe, dass man da nochmal kurz reingucken kann. Dass man sieht, also das ist... Ich sehe den Anschluss jetzt nicht, weil der sitzt natürlich genau hier unten drin, wo der Kontakt sitzt. Okay, das heißt also im Akku habe ich den gleichen Anschluss nochmal. Genau, unten. Okay. Unten. Prima. Mach schnell wieder drauf, sieht viel besser aus mit der Klappe. Und ganz wichtig, da kann ich sogar einen Flaschenhalter drauf machen, weil in den Fällen sonst habe ich hier den Akku und da kann ich jetzt nicht reinbohren. Du kannst hier eine Spackschraube holen. Ja, genau. Und die Zelle mit durchbohren, ne? Einfach eine 60er Spackschraube rein. Da muss man wirklich sagen, das ist halt auch gut gelöst, weil ich kann hier einen klassischen Flaschenhalter montieren. Oder ein Schloss. Oder ein Schloss. Wobei das Schloss würde ich eher hierhin positionieren mit einer Schelle oder sowas, damit ich hier wirklich einen Flaschenhalter habe. Wichtig ist, man sollte einen Flaschenhalter nehmen mit dem seitlichen Eingriff, weil nach oben ist relativ wenig Platz. Und die Flaschenhalter, die seitlich geöffnet sind, ziehe ich die Flasche einfach nur zur Seite raus. Schönes Detail, das ist ein Hardtail. Das bedeutet, es ist ja hinten starr. Hier kann man Gepäckträger nachrüsten. Ich sehe hier vorne, da ist zum Beispiel ein Anschluss, hier kann ich ein Schutzblech nachrüsten, genau. Wenn ich will. Wir haben die Möglichkeiten, hier drüber Gepäckträger oder Schutzbleche, feste Schutzbleche halt zu fixieren. Das ist kein Problem. Genauso gut haben wir die Ständeraufnahme, die sieht man hier. Mal, da. Ne, diese beiden Bohrungen. Der Ständer kommt hier hinten dran, der ist genau geführt, der kann sich auch nicht verdrehen. Es gibt einen Originalständer? Es gibt einen Zubehörständer. Ne? Also genormt, die beiden Löcher. Genormt, ja, genau. Und von daher ist das hier die einfachste Möglichkeit, eine 40 mm Aufnahme, hier den passenden Ständer natürlich halt auch zu positionieren. Ja, hier, du hast eine Ride-Felge mit dabei, die gute alte bekannte Marke Ride. Spaß beiseite, ist wahrscheinlich der Hersteller von Bergamont, Eigenmarke? Nee. Nein, ist ein Felgenhersteller, der dementsprechend für diverse Marken oder halt auch aus dem gesamten Segment Felgen herstellt. So, die sind auch elektronisch justiert, wir haben das mal gefilmt, also eine Maschine zentriert diese Felgen, spannt die ein, die laufen einfach gut, zeig mal bitte, ab Werk, wir haben das jetzt nicht geprobt, gucken, ob da schon ein Achter drin ist ab Werk oder ein Neuner. Nee, gibt es heute nicht mehr, oder? Es sei denn, die haben einen Unfall gehabt unterwegs. Je nachdem, wie der Transport verläuft oder so, wenn ein bisschen Spannung drauf ist. Die Werkstatt zentriert jedes Laufrad nochmal durch. Bei der Neuradmontage guckt sich das an. Das müssen wir sowieso machen. Also wir können nie davon ausgehen, dass wir die Räder zu 99% fertig haben. Ne? Also im Optimalfall ist wirklich nur der Lenker quer und es kommt in einem großen Karton. Aber im Großen und Ganzen ist meistens das Vorderrad draußen. Wichtig bei dem Rad auch, falls da Fragen aufkommen, ja, wir haben keine Pedale mit drauf in der Serie.
Das ist bewusst auch so bei Bergamont gemacht, gewollt, wie auch immer, ob man die jetzt einspart oder nicht. Aber es geht immer mehr dazu über, dass die Hersteller keinerlei Pedale mehr montieren, weil oftmals das Ganze sehr individuell ist. Der eine will ein Flat-Pedal haben, der andere will ein Kombipedal, sprich Kombination normales Pedal zu Klickpedal oder wiederum halt auch ein reines Klickpedal. Das kommt halt wirklich ganz darauf an. Das heißt, hier individualisieren wir das Rad zum Kunden passend. Was ziemlich cool ist, wir gehen mal ganz kurz runter. Du hast richtig schicke Pedale, das zeigen wir mal gerade, denn die Optik im Moment leidet so ein bisschen drunter, dass keine Pedale dran sind. Es gibt total geile Pedale, die kosten ein bisschen was, aber die machen aus diesem Rad ein extrem handelbares Fahrzeug, wenn man unterwegs ist im Trail. Und das sind die von, genau die meine ich, von Reverse. Farbe, was würdest du nehmen bei dem Fahrrad? Wir müssten gucken, ob es einen passenden Blauton gibt. Das wäre zu hell jetzt im Verhältnis gesehen, aber das wäre jetzt ein Sixpack, das würde eventuell durchaus passen. Also hier gibt es viele individuelle Möglichkeiten. Ne? Das wäre jetzt so, das wird, was mit am meisten verkauft ist, ein klassisches Flat-Pedal. Das Reverse Escape ist halt mit eins der Pedale, die sehr, sehr robust ist. Viele verlangen aber noch so dieses klassische Pedal in dem Sinn, ne? was natürlich denn? Von der Auflagefläche deutlich kleiner ist. Hier gibt es sowas noch aus einem Composite, also einem Kunststoffverbundmaterial. Oder dann halt das reine Klickpedal, wie wir es hier haben. Oder ein Kombipedal, eine Seite Klickmechanismus und die andere Seite ähnlich wie hier vom Körper. Okay, das kann ich. Wenn du das mal gerade mitnimmst, vielleicht mal 2, 3, 4, 5 Farben. Nee, oben das meine ich. Welches? Oben die Reverse, weil ich fahre ja selber Reverse. Ah, es gibt auch Original XT-Pedale. Ja. Nimm die auch mal mit. Muss ich gerade mal gucken. Als Kombipedal. Als Kombipedal. Was alles gibt. Ja, haben wir alles. Ja, ich habe die Reverse. Die tun übrigens am Anfang weh an der Wade, wenn man abrutscht. Denn die haben so richtig Spikes fast mit drin, die halten. So, und das ist das Shimano? Das ist das Shimano T8000. Das machen wir gleich oben, dann kann ich es ein bisschen besser filmen. Kombipedal, einerseits... warte, halt mal still. Einerseits natürlich, wie du hier siehst, klassische Auflagefläche mit durchaus ein paar Pins, um das besser, dass es besser hält. Und die andere Seite ist dann einfach der Klickmechanismus. Die Clickies, die an der Ampel so schön sind, wenn man nicht rauskommt. Genau. Der, das könntest du natürlich sagen, okay. Ah, bitte nicht reindrehen. Nein, nein, mach's nicht. Ich will die anderen zeigen, wegen der Farbe. Wir haben ja zwei Seiten. Ah, okay. Er ist eh der Chef. Was soll ich machen? Welche Farbe willst du? Das habe ich jetzt nicht geholt. Das Blau nicht, aber mach mal das Gold mal dran. Du bist eher so ein Goldtyp, oder? Goldig. Nee, einfach mal zeigen, was also das ausmacht. Das ist enorm, was das ausmacht. Man muss dazu sagen, die Pedale, ich glaube, es gibt 20, 25 Farben bei dem Modell. Und da findet man eigentlich immer was Passendes. Also schwarz ist trotzdem immer noch das meistverkaufte. Stopp, ganz kurz, dass du mich mal aufklärst. Die Pedale sind nicht im Uhrzeigersinn zu montieren, oder? Oder doch? Hier eine Seite schon. Also immer nach vorne drehen. Ja. Ne? Auf beiden Seiten. Weil man kriegt die auch rein mit viel Gewalt andersrum. Also, in dem Fall auf der Seite nach vorne eindrehen und auf der anderen Seite auch nach vorne. Wenn ich es abmachen will, immer nach hinten drehen. So, die haben eine Bezeichnung links, rechts, sieht man das? Ja, die haben eine Bezeichnung. Im Regelfall kommt es immer ganz drauf an, wo es steht. Warte, lass mich gerade schauen. Ja, da ist das L. Ja. Ah, CRL steht drauf, also links. Genau. Und beim Shimano... Ja, die Leute werden jetzt lachen und werden sagen, oh Sven, das weiß man doch. Aber das stimmt steht nicht. Steht gar nichts. Nee, da steht, normalerweise ist immer ein Kürzel mit drin. Aber haben wir bei Shimano jetzt aktuell gar nicht. Nee. Aber man also kann es probieren. Immer aufpassen, nicht mit Gewalt versuchen, ein Pedal da reinzudrehen. Gilt vor allen Dingen für Kunden, die online bestellen. Die Pedale müssen dann vom Kunden selber reingedreht werden. Wir haben manch einen, der halt mit Gewalt versucht hat, das geht übrigens, man kriegt die sogar fest. Rechte links reinzudrehen. Ja. Das macht man dann halt einmal, aber dann ist halt, das hält noch, weil es wirklich gehärteter Stahl ist. Aber die Alukurbel ist ein Feierabend. Da ist dann tot. Da ist dann tot. Genau, wenn du das mal kurz reindrehst, das Goldene, denn, naja, ob das Gold jetzt so die richtige Wahl ist, aber es ist ein schöner Kontrast. Man sieht das jetzt sehr schön, macht aus dem Fahrrad ein echtes Kunstwerk und die Reverse-Pedale sind sehr beliebt, gerade bei
Profis, die sich auskennen. Reverse ist eine tolle Marke. Ich fahre selber Reverse. Allerdings Preis von Reverse um die 100. So wie sie jetzt hier sind, die Escapes liegen bei 79,95. Aber auch jeden Cent wert, weil das ist ein Pedal, das kannst du einige Räder lang durchfahren. Hochwertige Lagerung, Top-Körper, wirklich tolle Pins, die es auch einzeln gibt. Du kannst die Pins in anderen Farben bekommen. Also hier hat Reverse wirklich ein extrem gutes Pedal auf den Markt gebracht, was schon ewig lange auch mit dabei ist, wo man sagt, Mensch, könnte man mal ein neues machen, aber das ist einfach ein Erfolgspedal und ich glaube, das wird Reverse auch noch einige Jahre weiterhin so im Programm lassen. So ist es. Also, sieht schon ganz anders aus mit Pedal. 2678 Euro mit Pedalen. Jetzt kann man überlegen, ja, warum haben die Ersteller keine Pedale aufgemacht? Stimmt wirklich, also kaum einer fährt die Serienpedale. Die schraubt man dann meistens sogar um aufs alte Fahrrad, weil die dann doch breiter sind wie die alten noch, weiß der selber. Die waren ja früher, waren die unglaublich schmal. Ich wusste, also unvorstellbar, dass man damit überhaupt fahren konnte. Also ja. So eine Breite, das gab es in den 80ern nicht, oder? Nee, deswegen das Pedal, was wir eben unten gesehen haben, das schwarze von NC17, ist so dieses ursprüngliche Mountainbike-Pedal. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du hast noch Schuhgröße 48, wie blöd du da darauf gestanden hast, dann ist das hier halt schon was ganz anderes. Ja, hatten die früher, da war halt so. Ja, oder du bist halt Klickpedal gefahren, aber nichtsdestotrotz war einfach dieses klassische, wie wir hier kennen, ein Flatpedal nicht so das Thema gewesen. Ne? Also hast du da? Haben wir da, ja. Genau, dass man das auch weiß. Sollte man auch schnellstmöglich kaufen, denn das Fahrverhalten mit einem ordentlichen Pedal ist um Längen anders, weil sich das so richtig schön mit dem Schuh verbindet. Tipps bei Schuhen. Also ich habe mir einen Tipp mal mitgeholt von einem anderen Fahrradhändler, den du auch kennst, ja, der sagte, nimm dir keine Schuhe, die federn, denn sonst trittst du nämlich zwischen 5% und 10% der Energie in die Dämpfung des Schuhs. Ja, also keinen Laufschuh, ne? Sowas nehmen. Geht, aber. Weil zum einen ist die Sohle zu weich und ein Laufschuh soll ja auch komplett von der Sohle abrollen. Ne? Das heißt, die Sohle ist in sich sehr flexibel, ja. Und das soll bei einem Radschuh nicht sein. Also ein Radschuh muss nach unten. Wenn ich das hier also zeige, wenn das mein Fuß ist, wäre es beim Laufschuh so, dass vorn und hinten quasi dein Fuß nach unten geht. Mhm. Also wenn du jetzt einen Arzt fragst, der sagt, das ist schlecht auf Dauer, gerade wenn du viel Druck aufs Pedal bringst oder ähnliches. Deswegen, wenn wir jetzt den Vergleich nehmen zu einem Klickpedal, ist es ja so, dass du wirklich, ich adaptiere das jetzt mal auf meine Hand, du hast den Ballenbereich und das ist der Punkt, wo du am meisten Kraft überträgst. Heißt, bei einem Klickpedal sollte dein Pedal so eingestellt sein, dass du wirklich mit dem Ballen über der Achse liegst. Ne? Mhm. Das Verhältnis nach links und rechts halt auch noch beachten und sehr, sehr wichtig beim Klickpedal auch den Winkel. Dein Fuß sollte nie irgendwie schräg stehen und du musst mit dem Knie gegenarbeiten. Das führt schlussendlich zu Verletzungen und da macht das Knie irgendwann nicht mehr mit. Ganz wichtig, also auch für die Leute, die Spinning machen oder ähnliches. Ich schraube da ein paar Dinger drunter und dann mache ich eine Stunde Spinning-Marathon oder zwei oder wie das, auch immer. Das geht ein paar Mal. Das tut dann einfach auf Dauer weh. Deswegen nehmt euch die Zeit, ob mit dem Trainer oder wie auch immer. Wichtig ist der Ballen. Der muss die Kraft übertragen, nicht der Vorderfuß oder auch nicht der Mittelfuß. Deswegen gibt es auch die Einstellung mit dem Schlitten nach vorn und nach hinten und dann halt auch die Einstellung nach links und nach rechts beziehungsweise der Winkel dann halt auch noch. Sehr schön. Also viel gelernt über Pedale. Auch das mal haben wir eigentlich, ich glaube, noch nie gemacht in den Videos, weil wir immer gesagt haben, hey, weiß doch jeder. Last but not least das Thema Reifen. Es gibt total neumodische Reifen, wo ich die Optik von einem Fahrrad komplett verändern kann mit dem Reifen. Und zwar so krass, dass man sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass das geht. Ich zeige das mal gerade. Es gibt mittlerweile Reifen, die haben eine Farbe, ich meine, das kennt man ja noch von früher, das war ja, ist allseits bekannt. Auch das ist neu und die gibt es jetzt komplett auch eingefärbt. Ja, das können wir gerade mal zeigen. Genau, du kannst also auch dieses Braun, dieses Skinwall, was wir jetzt bei vielen Bereichen sehen, wie eben beim Rennrad, haben wir viel. Hier hast du zum Beispiel auch mal eine graue Flanke im Vergleich. Das ist halt schon was anderes wie schwarz. Oben haben wir das auch nochmal bei dem Addict. Es kommt wirklich immer ganz darauf an, was für ein Rad du natürlich halt auch hast. Klar. So die ganz krassen haben wir gerade nicht hier oben. Aber man sieht hier auch nochmal den Braunverlauf, Trekkingrad. Ich finde, das ist eine schöne Kombination. Das macht ein ganz anderes Bild für das Fahrrad halt auch. Und wir sehen es ja wirklich immer mehr. Früher waren sie alle schwarz. Mehr weiß. Hier haben wir halt mal was ganz Auffälliges auch stehen. So, und die Reifen kann ich ja tauschen. Das heißt, im Moment ist ja. Ein schöner Reifen drauf von Maxxis und ich könnte einen Schwalbe drauf machen. Das ist universell, das heißt, die Reifengröße ist genormt.
Man, auch hier eine blöde Frage. Natürlich ist die genormt. Auf welchen Reifen steht das Fahrrad? Auf 29 Zoll Lauf. Also beiden vorn und hinten 29? Ja, genau. So, Vorteil ist eine unglaubliche Laufruhe. Ja, klar, 29 Zoll hat sich absolut durchgesetzt. Also wir haben 27,5 noch in dem Bereich kleine Rahmengrößen bei Cube. Scott oder Bergamont gehen schon konsequent den Weg rein, nur auf 29, auch bei den kleinen Rahmengrößen, auch bei einem XS-Damenmodell, auch da ganz klar 29 Zoll. Und man muss hier wirklich auch dazu sagen, es ist das schnellere Laufrad, es geht besser über Hindernisse drüber. Die neuen Rahmengeometrien oder Anpassungen sind wirklich so, dass es auch immer noch sehr, sehr wendig ist. Also das ist mittlerweile wirklich das State of the Art, muss man ganz klar sagen. So, 2,4 ist die Reifenbreite. Ist das das Maximum, was ich fahren kann? Ja, in dem Fall muss ich sagen, 2,6 wird dann schon eng, könnte hinten gerade so funktionieren. Kommt immer auf das Profil halt auch drauf an. Was aber bei dem Rad vielleicht noch ein wichtiges Thema ist, wir haben ja auch schon gefilmt gehabt, die EQ-Modelle, sprich Equipped, heißt ausgestattet mit Beleuchtung, Schutzblech, Gepäckträger. Gibt's? Gibt es. Habe ich hier oben auch gerade noch einen stehen. Also das wäre jetzt konform, dass ich auch abends fahren kann. Bitte nur an Leute schenken, die das nicht gleich wieder abschrauben. Das heißt, die Lampe ist auch fest verbunden da mit dem Akku. Genau, wir haben jetzt hier zum einen die integrierte Variante vom Akku. Das sieht man also hier ganz schön. Und zum anderen haben wir hier die Equip-Variante mit, wie gesagt, Schutzblech, in dem Fall auch ein Alu-Schutzblech. Warte mal, mach mal. Ragtime-Gepäckträger und eine Beleuchtung vorne wie hinten. Auch von Bergamont. Auch von Bergamont. Das ist jetzt das Pro EQ, haben wir auch schon ein Video zugemacht. Ganz wichtiges Rad, also viele sagen ja, okay, ein Trekkingrad, 28 Zoll, das möchte ich nicht. Ich möchte schon ganz gern auch durch den Wald fahren und ein schnelles Rad haben. Und dann ist dieses Revox EQ von der Mountainbike-Basis her halt kommend, aber komplett ausgestattet. Und das ist wirklich das nochmals sportivere, ich will nicht sagen Trekkingrad, aber wir haben ein Rad, das ausgestattet ist aus dem Mountainbike-Segment. Und sogar ein Performance X. Da kommt es halt immer mehr. Ähnlich haben wir das ja auch zum Beispiel bei dem Husqvarna, was wir schon gemacht haben, der Cross-Tourer. Hier aber auf 27,5 Zoll Laufrädern drauf und auch komplett ausgestattet, wiederum mit Beleuchtung, Schutzblech, Gepäckträger. Sieht sehr, sehr schick aus dafür, dass es ein komplett ausgestattetes Rad ist, also ein Mountainbike mit Schutzausstattung, klappert auch nicht groß, also muss man auch sagen, das ist ja auch so ein Thema, ich fahre durch Wald und Feld. Ja, vielen Dank, Nico, komm, machen wir Schluss, denn wir wollten heute mal beweisen, dass man auch für Fahrräder für 2599 Euro ohne Pedale auch mal ein Video machen kann über eine halbe Stunde, denn es steht anderen Fahrrädern in nichts nach, hat etwas weniger Ausstattung, ist ein Hardtail. Kann ich damit zum Beispiel einen jungen Mann glücklich machen? Ja, durchaus. Also älteren? Auch alles, die gesamte Bandbreite. Also ich finde wirklich, das ist ein Rad, was vom Farbton her super aussieht, was vom Gesamtkonzept her wirklich durchdacht ist. Und das ist auch für Frauen gedacht? Ja, kannst du auch durchaus für Frauen verwenden. Also wir gehen bei Bergamont nicht mehr explizit auf Damenmodelle. Es gibt bei dem Equip-Modell eine Damenvariante, aber hier in dem Fall nein. So, last but not least, Züge innen verlaufend, genug Platz dafür, also ein richtig tolles Rad. Solange Vorrat reicht, muss man sagen, du hast verschiedene Größen bekommen. Bitte im Internet nachschauen, da sind alle Größen von dir vorrätig. Man kann genau die Bilder sehen, alle Informationen. Und WeCycle heißt die Webseite, einfach das hier googeln, dann kommen Sie schon auf die Seite. Darauf achten, dass es auch die Originalseite ist, ja, von WeCycle und keine China-Raubkopie im Internet. Nee, Spaß beiseite, es gibt nur eine WeCycle-Seite, aber es gibt zwei Läden. Wir sind jetzt in St. Wendel. Das ist also ganz klar der größere Laden, muss man sagen. Ja. Wobei Riegelsberg, du hast da Anbauten gemacht, sieht dann aus wie in einer großen Containerstadt mit Zelt und allem drum und dran. Da ist nämlich der Versand, also ein großer Teil vom Versand. Und demnächst soll ja wieder, ich sag mal, alles normal werden. Und wenn alles normal wird, wie wären dann die Öffnungszeiten dann? Wir sind dann von montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr da und samstags von 9 bis 13 Uhr. Also, wenn Sie checken wollen, ist das Fahrrad da, sieht man auch den Standort vom Fahrrad im Internet? Nein, sieht man nicht.
Gut. Also einfach reingucken, wenn das Fahrrad verfügbar ist, möglichst schnell dann reservieren. 2.599 €. Wahrscheinlich wird es ein richtiger Topseller, weil ich habe gesehen, so um die 3.000 €, da rufen die Leute doch stark ab. So um die 10.000 €, das guckt man sich dann vielleicht nochmal an, da wird es dann dünner, aber ich sag mal so um die 3.000 € kriegt man heute ein gutes Mountainbike. Ja, also in der aktuellen Zeit muss man einfach dazu sagen, sollte das gewünschte Rad jetzt in dem Fall, der Kunde sagt, ich brauche Rahmengröße L und es ist nur S und M lieferbar, einfach eine kurze E-Mail an uns, wann bekommen wir das Rad nochmal rein, weil aufgrund dessen, dass die meisten Hersteller halt komplett ausverkauft sind, wir aber gewisse Räder ja noch in der Planung haben, können wir diesen Termin aktuell nicht darstellen, weil er sich durchaus halt auch verändert. Du musst zum Ende kommen. Ich hab also guckt ins Internet rein. Genau, guckt ins Internet rein. Ansonsten schreibt einfach eine E-Mail oder ruft an. Bis dann. Tschüss, Nico. Ciao. Ciao.